Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Purpur. Ja, heute starten wir hier bei der Traubenakademie, weil ich hatte den Pokédex endlich voll, also zumindest den aus der Paldea-Region. Und wir wollen uns ja abholen, was auch immer der Professor uns dafür zu geben hat. Ich habe übrigens auch eine Nachricht bekommen, also eine spezielle Interaktion, als ich den Pokédex Eintrag geholt habe, den letzten. Und ich würde sagen, den spiele ich als erstes ab, bevor wir an die Pokédex-Einträge gehen. Mal wird es so sein, dass jeder von uns 5 übernimmt, weil ich habe wirklich viele Pokédex-Einträge. Ich muss hier übrigens meinem Kollegen Kai an der Stelle danken, weil ohne ihn hätte ich den Pokédex nicht vollbekommen, weil viele von den Pokémon Karmazin-only waren. Und ja, er hat mir die halt als Eiform geschickt. Nichtsdestotrotz, hier ist ein Zeitstempel, wenn ihr die Pokédex-Einträge überspringen wollt. Wir machen jetzt aber erstmal hier, dass ihr seht, was ich dafür bekommen habe, den letzten Eintrag zu holen. Also hier seht ihr es. Ich habe nicht mal X gedrückt, übrigens an der Stelle. Ich habe richtig viele Nuggets bekommen. Und am Ende sogar noch einen speziellen Pokéball. Und für die Vervollständigung habe ich einen Ultraball bekommen. Und das hier. Kann ich auch gerne hier jetzt eben kurz nochmal zeigen. Pokédex im Eintrag wurde vervollständigt. Diese Urkunde werden wir uns gleich holen. Jetzt geht es aber erstmal an die Pokédex-Einträge. Ich habe 400 von 400 Pokémon gefangen. Es war ein langer Weg, aber ich habe ihn trotzdem geschafft. So, als erstes habe ich Acostella für euch. Das Quälstern-Pokémon. Acostella kämpft mit Knirfisch erbittert um Gebiete mit warmer Meeresströmung. Doch es ist meist im Nachteil. Als nächstes, Krabox, das Boxkampf-Pokémon. Verliert es seine Scheren, so wachsen diese sofort nach. Aus deren Schale lässt sich eine leckere Brühe herstellen, die gerne für Paella genutzt wird. So, als nächstes, Kribbok, das Verboten-Pokémon. Es besteht aus 108 Geistern, die an einen Spiritkern gebunden sind, damit sie nichts mehr anstellen. Im Übrigen, bei diesem Pokémon muss ich noch zusätzlich sagen, das Pokémon hat kein Habitat, aber ich zeige euch gleich, nachdem ich die Pokédex-Einträge fertig habe, wo auf der Karte ihr es tatsächlich finden könnt, obwohl da kein Habitat steht. Denn als nächstes Katapultra, das Tarnkünstler-Pokémon. Das schnellste Exemplar in der Gruppe ist immer von Groldra umgeben, die auch aus sind, mit Schallgeschwindigkeit zu fliegen. Und zu guter Letzt von meiner Sparte aus Noctuska, das Vogelschuck-Pokémon. Es lebt in der Wüste, nachts wirkt es aktiv und jagt nach Beute, die von der Hitze, die tagsüber herrscht, erschöpft ist. So, als nächstes liest euch dann Trim die Pokédex-Einträge vor. Viel Spaß, Trim. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Vervollständigen des Pokédex. Zweitens, das hier ist Lectoball, das Ball-Pokémon. Es explodiert schon bei kleinsten Reizen und ist unter dem Spitznamen Bombenkugel gefürchtet. Als nächstes Hornweise, das Bienenstock-Pokémon. In den Hohlräumen seines Rumpfes zieht es Larven groß. Mit Hilfe der Pheromone, die es absolut kontrolliert, ist Batribi. Ah, wieder ein Pokémon nach meinem Geschmack. Das hier ist Slimer, das Schlamm-Pokémon. Wenn die Körper von zwei Slimer miteinander kombiniert werden, so entstehen völlig neue Arten von Gift. Und hier ist auch direkt die Entwicklung von Slimer, nämlich Slimog, das Schlamm-Pokémon. Sein Gestank ist unerträglich. Das starke Gift, aus dem sein Körper besteht, macht jeder Pflanze in seinem Weg den Garaus. So, und als letztes von meiner Sparte aus, Kapilz, das Pilz-Pokémon. Die Samen an seiner Rute bestehen aus giftigen Sporen. Es besiegt Gegner mit schnellen, nahezu unsichtbaren Schlägen. Habe ich heute nur Gift-Pokémon? Naja, jedenfalls nur A, du kleiner Engel. Jetzt bist du dann. Versüße ihn den Tag. Danke, Trim, ich bin dann jetzt dran. Das ist Lemenib, das Wurzel-Pokémon. Wenn man ab und zu seine Blätter schneidet, wächst sein Körper rund und prächtig heran. Und hier ist auch direkt die Entwicklung von Lilminib, das ist Dressella, das Blumenzier-Pokémon. Egal, wie viel Mühe und Geld investiert wird, sein Blumenschmuck ist wild gewachsen, immer schöner als von Menschenhand gezüchtet. Und wieder ein super süßes Pokémon, das ist Fallbebe, das Einblütler-Pokémon. Dieses Flabebe umklammert eine rote Blume.
Sofort nach der Geburt fliegt Flabébé umher, um eine Blume zu finden, die ihm zusagt. Als nächstes tanzt das Beutelwurm-Pokémon. Mit der klebrigen Flüssigkeit, die es über den Mund ausspeit, befestigt es Baumrinde an seinem Körper. An der Luft erhärtet dieser Klebstoff. Und als letztes für heute Wonneira das Spielhaus-Pokémon. Es hält den runden, weißen Stein für ein Ei und kümmert sich um ihn. Es achtet sehr auf seine Haarlocke. Na dann leg los Shining und Glückwunsch zum Vervollständigen eines Pokédex. Das waren die Pokédex-Einträge. Der normale Pokédex ist voll. Beim Kitakami-Pokédex habe ich natürlich auch einige Einträge. Die kriegt ihr über die nächsten Folgen. Aber ich muss ja hier zumindest mal eben kurz einsammeln, ne? Simperball, Sternenstück. Na gut, die Sternenstücke die hätte man sich schenken können. 144 ungefähr. Ich habe 193 Pokémon, also Pokédex-Einträge hier, wovon ungefähr die Hälfte vom normalen Pokédex wahrscheinlich ist. Aber ich würde sagen, nachdem ich euch hier noch den Ort von Kripok gezeigt habe, wie gesagt, Kripok, ihr seht die Stelle hier, da ist so eine Ruine, geht da bei nachts hin, dann sitzt Kripok dort, wenn ihr nachts dahin geht. Der sitzt dann da sehr gut sichtbar in dieser Ruine dort. Ich würde aber jetzt erstmal sagen, bevor wir bei Kitakami weitermachen mit der Story, hole ich mir jetzt die Belohnung für den vollendeten Pokédex. Professor Jim, ich hab's geschafft! Ja, aber es war ein harter Kampf. Wir schenken uns mir etwas Dubioses, einen Schillerpin. Jetzt habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, Shiny-Pokémon zu finden. Och, passt schon. Der Pokédex ist voll. Danke. Ja. Yay! Das freut mich. Ich habe was erreicht. Es war ein harter Weg. So, jetzt können wir nach Kitakami wieder zurück. Wir sehen uns dann dort, ne? So, da sind wir wieder in Kitakami. Ist ja schön, dass ich jetzt in Paldea alle Angelegenheiten erledigt habe, die es zu erledigen gibt, ne? So, wo soll ich getroffen werden? Ach, ich soll ins Gemeindehaus. Da bin ich. Einfach schlafen legen, ne? Was passiert am nächsten Tag?
Jo, ich gehe sofort hin. So, hier bin ich. Der weiß eh Bescheid. Jo, ist einfach nur noch enttäuscht. Ich habe gehört, das wird ein langer Weg. Ich versuche meinen Weg abzukürzen. Hallo Schnickmack. Ich werde euch alle ignorieren. Mein Team ist bereit. Aber die TMs ignoriere ich nicht. Könnte hier eine neue dabei sein. See voraus. Was ist das andere? Kaltwasserkarst. Sagen Klimperlim. Was für ein wunderschöner See. Hier kein Anton. Wieso ich? War ich nicht. Oh, hallo Milotic. Ich habe hierfür eigentlich gerade das falsche Pokémon. Ich nutze einfach mein Maskagato. Ich habe Milotic schon offscreen gefangen. Paralyse. Oh, das Maupeko ist wütend. Mein Blumentrick ist beruhigt. Ein Volltreffer.
hätte damit gerechnet. Ja. Kann erschreckend sein, wenn auf einmal so ein Pokémon aus dem Wasser hüpft. Ich erwarte hier irgendwo noch eine Sequenz, deswegen ist der Avatar gerade nicht im Bild. Ihr kennt mich doch, bei Sequenzen will ich mich immer aus dem Bild haben. Na guck mal, das Videothek hat ein Stück mit Kristall bei sich. Sind wahrscheinlich Terrakristalle. Terrapovos. Okay. Ich habe das Gefühl, die will nichts Positives. Ich bringe einen Stein. Nee. Ja. Ja, das stimmt schon. In Ordnung. Dann komme ich mal ins Bild zurück. Jo ist angepisst. Oh, dein Pokémon ist mittlerweile entwickelt. Tja, tut mir leid, aber mein Pokémon ist trotzdem one hitten. Ein Yamiga kann nichts gegen mich. No, das ist Lied. Thank you.
Aber der Junge versteht das komplett falsch. Wir haben ihn nicht ausgeschlossen. Also klar, wir haben ihm nichts erzählt, aber ausgeschlossen haben wir ihn nicht. Seine Schwester wollte ihn ja einfach nur schützen. Mehr war nicht dahinter. Als nächstes kommt Score, klar. Im Übrigen, bei Espinodon habe ich mittlerweile endlich mal den Terra-Typ auf Eis gewechselt. Sir Apfel. Oh, süßer Nektar. Noch mehr Eis. Bevor du schmeckst du bestimmt noch besser. Jetzt kommt Urgel. Das Dodo-Pokémon. Auch das habe ich tatsächlich. Das hat mir Kai geschickt. Das ist ein Karmesin-Only-Pokémon. Das und Skorkler. Können wir uns jetzt beruhigen, Jo? Alles gut. Ich glaube nicht. Das sind die drei Gefährten. Die raten sich. Da bin ich nicht allein. Aber ich habe gehört, die drei werde ich fangen.
Das klingt nach einem Plan. Einen Plan, den ich nächstes Mal durchziehe. Weil ich werde hier jetzt für heute Feierabend machen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen, ne? Wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst mal wieder ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!